Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inseltour hier auf meinem Kanal. Wir werden heute nochmal durch die ganze Insel laufen. Ich stelle euch nochmal vor, was ich hier alles gemacht habe und das wieder live aus dem Stream. Aktuell denke ich, es sind gar nicht so super viele Änderungen dazugekommen, was Dekorieren und alles angeht. Aber ich habe jetzt aktuell, glaube ich, die maximale Anzahl an Bewohnern, die man so bekommen kann. Ich glaube, das sollten alle sein, die man bekommen kann, oder? Ich werde die gleich nochmal alle vorstellen. Wir machen das Schritt für Schritt. Ich würde erstmal sagen, wir gehen erstmal in die Räume, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt, vielleicht schon gesehen habt. Genau, fangen wir erstmal an mit Raum Nummer 1. Das soll später mehr oder weniger das Bad werden. Ich habe natürlich, wie ihr schon sehen könnt, ein paar Rüben eingecashed. Das wird noch viel, viel mehr über die nächste Zeit. Ich muss ja irgendwo auch Geld anhäufen. Ich habe, glaube ich, vor kurzem 600.000 oder so da reingesteckt, weswegen ich jetzt zwei Zimmer, also ja, zweieinhalb Zimmer, glaube ich, sogar voll mit Rüben habe. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, links habe ich oben und rechts habe ich Rüben reingesteckt. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Genau, hier habe ich von Aziza ein bisschen Deko bekommen, also der Boden und die Wand sind von dem. Von dem, der, ja, I guess. Und das soll später das Schlafzimmer mehr oder weniger sein. Hier werde ich noch mehr Sachen reinstellen. Nur wie gesagt, ich warte aktuell noch auf Items, bis ich überhaupt vernünftig dekorieren kann, einen groben Plan habe, was die Idee ist. Wird, glaube ich, noch super lange dauern. Cordell schreibt gerade im Stream nochmal zusätzlich frohe Ostern an alle. Wir haben ja gerade Osterzeit. Deswegen wirklich frohe, frohe Ostern. Apropos, passend zum Ostern, habe ich natürlich auch ein paar Sachen hergestellt. Ein bisschen Deko von dem Osterkram. Ich werde das Zimmer später neu umbauen, aber für das Event dachte ich mir, kannst du das irgendwie nochmal kurz dekorieren. Also ich habe im Lager noch sehr, sehr viel Stuff, was das betrifft, aber das Osterevent ist ja generell so eine besondere Sache. Manche lieben es, manche hassen es. Ich bin eher eine Person, ich finde es nicht sehr gut durchdacht. Ich weiß nicht, also kein Plan. Es ist alles drunter und drüber bis zum geht nicht mehr. Ja. Okay, gehen wir doch erstmal hier ein bisschen entlang. Ich habe nicht super viel gemacht. Diese ganzen Zahlen auf dem Boden, die ihr sehen werdet, sind aktuell für einen Tester, für einen Pattern-Test bezüglich Geldbäume, weil sehr, sehr viele YouTuber behaupten, dass es einen Pattern gibt für diese Geldbäume, was aber allerdings nicht stimmt, aber dazu wird noch die Tage ein Video folgen, weil ich das irgendwie ein bisschen schade finde, dass so viel Müll gelabert wird. Also zum einen werde ich es wahrscheinlich damit schon widerlegen können, dass ich halt einen Gegenpattern zeigen kann. Ich hoffe es einfach, dass es so passiert, und sonst kann ich halt Code zeigen vom Spiel, der decompiled wurde von Reverse Engineers, und da können wir später mal gerne reingucken. Wie gesagt, ich werde dazu ein separates Video machen. Ist natürlich super nice, dass meine ganzen Dorfbewohner jetzt diese ganzen Eierkostüme haben und ihr die leider nicht in voller Pracht sehen könnt, aber ich habe, glaube ich, ein All-Time-Favorite von vielen. Das ist Ketchup oder Polunder, wie die, glaube ich, im Deutschen heißt, genau. Ja, danke. So, genau, Oscar hattet ihr, glaube ich, schon gesehen. Ich gehe nochmal auf die ganze Karte, weil ich mir die ganzen Namen noch nicht gemerkt habe. Es sind ein paar neue dazugekommen. Genau, wir haben Oscar, Arne hattet ihr ja schon gesehen. Pierre ist jetzt eine Person, die neu hinzugekommen ist, wo ich nicht ganz sicher sein soll, ob ich die überhaupt großartig mag. Aber da habe ich auch schon überlegt, irgendwie ein Video zu allen 380 Villagern zu machen, die noch da sind, oder 390. Und die alle mal zu raten. Da gibt es ja diese Tierliste und alle, die man machen kann. Und da würde ich gerne auch ein Rating dazu machen. Genau, Pierre haben wir. Den habe ich mir gedacht, ist eher so ein Künstler-Dude und alles. Den stecke ich direkt neben den Schneiderladen. Also generell das ganze Layout, was hier noch ist, wird noch geändert. Und ich sehe gerade, da ist ein Haus noch nicht bewohnt. So, dann habe ich Carlo. Den mag ich tatsächlich gar nicht so sehr. Genauso wie Kong. Kong finde ich auch das Design von denen ein bisschen weird. Violetta ist, glaube ich, heute dazugezogen. Marianne, Polunda und Bella sind eigentlich sehr, sehr nice Dorfbewohner. Also ich habe nicht super viel erledigt. Ich denke, mittlerweile habe ich sehr, sehr viele Meilensachen freigeschaltet. Also zwar nur die ersten und alles, aber die Liste füllt sich sehr, sehr gut. Natürlich kommen demnächst noch weitere Events wahrscheinlich. Also das Käfer-Event oder ähnliches wird ja wahrscheinlich auch noch folgen, wo man Bugs sammeln soll. Was halt ebenfalls dazu in diese Liste reinkommt. Sonst glaube ich aber gar nicht so. Genau, da habt ihr Kong. Holy hell. Ich finde ihn gar nicht so nice. Ich finde ihn ein bisschen komisch durchdacht. Ist zwar auch ein Charakter wert, wenn man so viele Pferde und Katzen und sonst was hat, aber ich weiß nicht, mag den nicht. Ich mag den gar nicht. Und willkommen an alle im Stream, die gerade noch dabei sind. Ich erkläre nochmal ganz kurz,
was ich hier mache, dann seid ihr wieder im Video dabei. Yay. Ja, aber sonst hat sich nicht super viel geändert. Also Deko und alles werde ich demnächst zeigen, weil ich heute und morgen wahrscheinlich im Stream sehr viel dekorieren werde. Das gucken wir uns dann aber auch erstmal an. Und ich würde auch sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Inseltour. Haut rein und bis demnächst. Ciao.